Ich gehe erstmal da runter und gucke, wie viel Geothermalgeneratoren wir denn bauen können. Ich würde mal schätzen, viele. Ich könnte eigentlich so viel bauen, wie ich möchte. Und uneigentlich? Das gibt's nicht. Okay. Das heißt, wir nehmen sozusagen die die Kohlegeneratoren nur noch als Aushilfe. Das heißt, ich muss die aber auch irgendwie versetzen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Okay. Ich weiß noch, dass wir irgendwo 44 Generatoren haben. Yep, in der Kiste. Okay. Und 4 Geothermalgeneratoren. Boah, krass, 4 Stück. Geo. Da waren doch ordentlich Dias im Ding drin. Ich hab noch Cheat Mode an. So. Jetzt nochmal. Ich hab sie gleich wieder weggeschmissen. Dafür brauche ich einen Generator, 2 Refined Iron, 4 Glas. Okay, ich mache jetzt schon mit Glas. Ja, Glas brauche ich dann auch. Ich mache mal 2 Stacks. Mach das. So, weil ihr werdet es gleich sehen, wenn wir 4 Furnace am Laufen haben. Okay, 4 geht noch, aber den 5. könnte ich nie... Ne, 4 ist schon Mangel. Hier. Ja. Das ist bei uns sehr schlecht, obwohl ich zweifach isolierte Goldkabel habe. Das heißt, die Energie wird 4-mal so schnell weitergeleitet. So. Empty Cells, haben wir davon noch? Müssen wir eigentlich noch haben. Weil ich nee, ich glaube, die habe ich mal verbraucht. Wenn du sie verbraucht hast, das weiß ich nicht. Ah, fuck, ich wollte die... Ah, shit, ich wollte die, MFU, nee, doch, MFU heißt sie. MFE wollte ich bauen. Die kann ich nämlich bauen. Maschinenblock, wo waren wir? Ich glaube, ich schließe jetzt mal die eine Badbox, was wir hier vorne haben. Ja. Halte ich mal kurz um zu die Öfen, oder? Das die ist umgeschaltet zu den Öfen. Ach so, ist schon, okay. Deshalb frage ich mich, weil die Öfen kriegen eigentlich von zwei Seiten Strom. Einmal hier von der Badbox und einmal von hier. Aber ich frage mich, warum die nicht durchlaufen. Weil die Badbox hat dauerhaft 40.000 EU. Ich frage... keine Ahnung. So. Warte, MFE läuft aber auf Low Voltage. Hier hinten fehlt aber auch eine Badbox, weil in der Ecke stand ja auch mal eine Badbox. Ja, die habe ich weggemacht. Ja, deswegen kann es auch sein, dass wir deswegen keine Energie bekommen. Warum denn? Gescheit. Ja, ja. Als die Badbox dann noch war, hatten wir sauber Energie da hinten. Ja, wie gesagt, es wird jetzt alles umgeändert. Aber jetzt eine Frage. Nein, ja, doch, frag. Aus der MFE kommt doch... Da kommt doch Low Voltage raus, oder? Aus der MFE? Ja. Und Medium Voltage raus. Da kommt MV raus. Da kommt Medium Voltage raus. Und wir brauchen ja Low Voltage, oder? Yep, also heißt, du müsstest einen LV-Transformer machen. Hab ich schon. Gut. Aber wie schließe ich die zueinander an? Ist noch die Frage. Wie? Muss ich einfach... Du kannst es einfach mit dem Kabel verbinden oder einfach dran setzen. Das heißt vor und nach der MFE. Was? Nein. Jetzt ist das Low Voltage halt eben dahin, wo du es brauchst. Mit der Low Voltage Energie. Ach so, das heißt die Generatoren, die speisen dann MV in die MFE ein. Oder wie? Nee. Also. Ja. Komm mal her hier. Ja, warte, ich mach's hier kurz. So, jetzt MFE, ja. Ja, gut. So, angenommen, wir gehen jetzt mal kurz runter. Jawohl. Du hättest jetzt als Hauptding jetzt erstmal die MFE stehen. Mal angenommen, du würdest hier stehen.
Ja. Machen wir mal. Hast du irgendeinen Block oder sowas dabei? Ja, wow. Okay, angenommen, das ist jetzt die MFE. Ja. Und du brauchst die MFE auch für zum Beispiel jetzt andere Energiearten. Dann würdest du jetzt hier ein Kabel hinmachen, hier noch ein Kabel und hier würdest du dann das LV hinstellen. Ja. Und als LV machst du dann noch ein Kabel und das Kabel von der LV schließt dann alle Generatoren an. Ah. Verstehen? Ja, natürlich. Gut. Achso, ja, okay. Das heißt. Komm mal kurz zurück. Ich komm schon. Das heißt, ich könnte beispielsweise statt den 4 Badboxes einfach die MFE hinstellen. Ja, dann bräuchtest du aber auch. Dann müsstest du aber auch die MFEs dann an das Low Voltage dann hinschließen, die 4 Stück. Nicht Low Voltage, an das LV. Transformer. Ja, das ist mir klar. Das, ja. Es ist halt nur die Frage, ob zum Beispiel hier die Generatoren, die MFE, dass da Energie reinkommt. Das müsste eigentlich schon möglich sein, ja. Dass die Energie dann... Das ist möglich. Ja. Das heißt sozusagen, die Generatoren produzieren egal welchen Strom. Ja, klar. Okay. Ja, ist in Ordnung, passt. Alles, naja. Alles gut. So, nehme ich hier noch die... Ne, verzichtest du nicht das damit. So. So, also nochmal, Geothermal. Brauche ich Quarzcrystals? Nein, das mit Tin! Ja, wir haben jetzt ganz viel Tin. Quarzcrystal und Redstone. Ach du Scheiße. Oh, mal 10 Stück von. Dann brauche ich jetzt da Redstone. Ich brauche ein bisschen mehr Sand. Kann ich eigentlich Sand pulverisieren? Nein. Aber du kannst Cobblestone pulverisieren, dann kriegst du Sand raus. Okay. Warst du heute Mittag unten und hast in die Messerator was reingetan? Oder in die... Nein. Und dann war ich nicht unten. Das heißt, davon Mr. Segments brauche ich 3 Stück, ne? Yep. Das heißt, ich muss 3 Stück von denen nochmal craften. Oh Gott. Tja. Ich hab's mir auch angeguckt und denk so, nee, fuck you. Redstone in der Mitte ein Glas. 1, 2, 3. Nein, 3, nicht 4. In der Mitte kommt Glas und außenrum kommt Redstone. Das verstehe ich nicht. Der Furnace ganz links kriegt dauerhaft Strom. Und der rechts so gut wie gar nicht, obwohl rechts das dichter ist an der Bedbox. Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Oh Gott, ich muss nochmal den Ding in der Ach so! Oh Gott. Jetzt haben wieder Quarz. Wir haben zu wenig Quarz, Juli. Weiß ich nicht. Aber ich. Quarz, nee, Redstone brauche ich, genau. Oh, Handy. I don't care. Oh, ich habe kein Quarz mehr. Warte mal, Quarz, das kann ich doch bestimmt in den Ofen schmeißen. Nee, da kriegst du Silikon raus. Stimmt. Doch, wir haben gar ein Pad in den Kisten, wo wir die ganzen Erze drin haben. Ah, da war ja noch was. 11. Guck in der anderen Kiste. Sind immer noch 11. Hä? Wir haben kein Quarz. Was machst du bitte mit dem Quarz?
The Crown.